Heute möchte ich eine kleine Animationsvariante zeigen. Vielleicht kennt ihr die auf einer Graphic Novel basierende Serie Heartstopper. Da fliegen in wichtigen Momenten comicbunte Blätter durch das Bild. Wie du das in Photovision, Videovision oder Stages nachmachen kannst, zeige ich jetzt. Ich nehme hier wie in der Serie Blätter, aber es lassen sich natürlich auch andere Objekte auf deine Fotos und Videos setzen. Ich zeige einmal kurz den Aufbau vom Beispiel am Anfang. Wir haben ein Bild im Hintergrund und davor bewegen sich drei Grafiken mit einem Bewegungspfad. An den einzelnen Marken kann man das Timing sehen und auch, dass die Blätter etwas gedreht sind. Und so wandern die drei Bilder aus verschiedenen Richtungen über das Bild, kommen von außen rein und fliegen auch wieder nach außen. Bauen wir das Beispiel einmal nach. Ich füge ein Bild ein, stelle die Einblendung auf keine und schneide das Bild zu. Dann erhöhe ich gleich die Dauer von dem Bild auf 10 Sekunden. In der Toolbox am Reiter Objekte gehe ich dann zu den einfachen Formen und nehme mir von dort das Eichenblatt. Das ziehe ich unter das Bild. Im Layout Designer verkleinere ich das Blatt und ich möchte es nicht weiß haben, sondern farbig. Deswegen gehe ich in den Bildeditor und nutze die Einfärben-Funktion. Für das erste Blatt wähle ich ein Grün und es soll nicht nur grün sein, sondern auch etwas comicartiger aussehen und deswegen ergänze ich noch zwei Effekte. Und zwar ergänze ich einmal eine Kontur mit der Farbe Weiß, nicht ganz weiß, sondern eher so ein etwas cremiges Weiß. Die Stärke senke ich etwas, dass es etwas feiner wird. Und dann ergänze ich noch eine Kontur und dieses Mal nehme ich als Farbe Schwarz. Und so erzielt man eine Art Comic-Effekt. Jetzt geht es an die Animation des Blattes. Ich verkleinere den Ausschnitt im Layout-Designer, um auch den nicht sichtbaren Bereich zu sehen. Dort platziere ich das Blatt für die erste Marke. Am Punkt über der Grafik drehe ich das Blatt. Ich füge eine Marke hinzu. Dann positioniere und drehe ich das Blatt wieder und stelle mit immer mehr Marken meinen Bewegungspfad, also meine Flugbahn für das Blatt zusammen. Je stärker ihr das Blatt dreht, desto mehr wirbelt es nachher dann herum. Und mit der letzten Marke soll das Blatt dann den sichtbaren Bildbereich wieder verlassen. Die Marken haben alle einen zeitlichen Abstand von 2 Sekunden und legen dabei eine unterschiedlich weite Strecke zurück. Das ist gewollt und durch die Einstellung für den Pfad Zeitverteilung individuell auch möglich. Anders als wenn man eine gleichmäßige Zeitverteilung hätte. Aber so gibt es eine ungleichmäßige Bewegung und es sieht aus, als ob der Wind das Blatt mal schneller und mal langsamer umherpustet. Ich möchte nicht nur ein Blatt, sondern drei und deshalb kopiere ich mir dieses Eichenblatt in der Timeline mit gedrückter Steuerungstaste. Dann färbe ich das Blatt als erstes um, wieder im Bildeditor, wieder mit dem Einfärben-Effekt und dieses Mal nehme ich ein Rot. Das rote Blatt soll aber nun nicht die gleiche Bewegung haben wie das grüne Blatt, deswegen lege ich die Bewegungsmarken einfach um, ändere auch die Drehung nochmal etwas, so dass das rote Blatt jetzt eine völlig andere Flugbahn hat als das grüne Blatt. Und da die Strecke kürzer ist, brauchen wir hier auch nicht 10 Sekunden, sondern ich passe die Dauer per Rechtsklick, Pfad bearbeiten, Dauer anpassen an und wähle als neue Dauer 8 Sekunden. 8 Sekunden ist die Dauer, die das Blatt von oben nach unten fällt. Um ein drittes Blatt zu erhalten, kopiere ich jetzt wieder das erste grüne Eichenblatt. Und es soll jetzt aber nicht noch ein Eichenblatt sein, sondern ein Ahornblatt. Um das Blatt jetzt einfach auszutauschen, nutze ich einen kleinen Trick. Ich füge mir das Ahornblatt hilfsweise ein, kopiere den Dateipfad und ersetze diesen bei meinem kopierten Blatt.
Jetzt hat das Ahornblatt die Farbe und den Pfad vom grünen Eichenblatt. Und ich ändere jetzt wieder die Farbe. Dieses Mal färbe ich das Blatt gelb. Und dann bekommt das Blatt auch nochmal eine individuelle Flugbahn. Man kann auch Marken löschen oder noch Marken hinzufügen, ganz wie man das braucht. Dieser Pfad bekommt von mir eine Dauer von 6 Sekunden. Und das gelbe Blatt soll nicht sofort losfliegen, sondern im zeitlichen Ablauf etwas versetzt. Deswegen gebe ich hier einen Abstand ein. Und die Dauer des Objektes kann ich auch auf 6 Sekunden kürzen, da der Bewegungspfad ja auch nur 6 Sekunden dauert und das Objekt dann nicht mehr zu sehen ist. Das Hilfsobjekt entferne ich jetzt einfach wieder und dann ist die Animation mit den 3 Blättern fertig. Eine solche Animation könnte man auch über mehrere Bilder hinweg laufen lassen. Ich zeige es kurz, füge 2 Bilder ein, kopiere mir meine Blätter in die Spuren darunter. Jedes Bild ist jetzt 5 Sekunden zu sehen und die Blattfluganimation läuft 10 Sekunden. So kann man Bilder miteinander verbinden. Genauso ist es möglich, auch so eine Animation vor einem Video zu zeigen. Ich habe hier ein Videoobjekt und animiere davor diesmal eine Sternengrafik. Dabei bin ich genauso vorgegangen wie im ersten Beispiel gezeigt. Also ich erstelle den Pfad einmal und kopiere diesen, passe dann wieder die Farbe der Grafik an. Und in diesem Fall möchte ich, dass alle Sterne sich auf einer ähnlichen Bahn bewegen. Noch ist die Flugbahn des zweiten Sterns identisch mit dem ersten. Ich klicke mit rechts auf eine Marke und wähle Alle Marken auswählen. Nun kann ich alle Marken des roten Sterns auf einmal verschieben, aber dann auch bei Bedarf nochmal einzelne Marken anpassen. Besonders gut wirkt der Effekt, wenn er nicht inflationär in ein Projekt eingesetzt wird, sondern nur gezielt an einigen wenigen passenden Stellen. Wenn du wesentlich mehr fliegende Objekte brauchst und nicht unbedingt einzeln definierte Bewegungspfade, kannst du zum Partikelobjekt greifen. Dort kannst du dann beliebige Grafiken einsetzen und diese automatisch als Partikel generieren lassen. Praktisch ist dann dafür unter anderem das Erweiterungspaket Partikelzauber, wo bestimmte Bewegungsmuster und Formen schon automatisiert generiert werden. Zum Beispiel hier diese Noten. Für diese kleinen, dezenten Einblendungen, die passend zum Motiv liegen, nutze ich dann aber eben doch die Lösung mit dem Bewegungspfad. Probiere da gerne auch noch andere Grafiken aus, die du in deiner Toolbox findest, zum Beispiel die Smileys. Die Beispiele aus dem Video findest du auch wieder im VIP-Club. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!